Hallo zusammen. In dieser Woche möchte ich mal als Literatursammlungsprogramm Mendeley vorstellen. Gegenüber zu den anderen Programmen, wie zum Beispiel Delicious, ist Mendeley mehr dafür gedacht, wirklich wissenschaftliche Paper und Artikel zu sammeln. Ja, mal als Beispiel, worauf sich Mendeley konzentriert, ist eben wirklich gerichtet für Studenten oder wirklich Researcher, speziell Dokumente zu sammeln. Und ja, dann weiter zu verwenden. Dieses Semester benutze ich das bereits für eine Seminararbeit, die ich schreiben muss. Und gerade eine Stärke von Mendeley ist, dass man eben auch seine gesammelten Werke und Artikel teilen kann mit anderen Kommilitonen. Dann zu Mendeley direkt, wie es dann eben aussieht. Das sieht man hier. Das heißt, im Endeffekt hat man, ähnlich wie man das kennt bei anderen Seiten wie Facebook oder ja, zum Beispiel Twitter, so eine Art Newsfeed, wo man im Prinzip sieht, welche Paper in letzter Zeit alles angelegt wurden in den Projekten, beziehungsweise auch generelle Paper, die einem interessieren können. Und um das Ganze ein bisschen besser zu organisieren, gibt es dann halt sogenannte Gruppen, wo man dann draufklicken kann. Und hier sieht man dann halt, dass direkt für unsere Seminararbeit es eben eine Gruppe gibt, wo wir erstmal eben alle Paper und Artikel sammeln, die wir dazu benutzen. Und dann eben auch dementsprechend gleich kommentieren können, ja, mehr oder weniger bewerten können, ob sie gut sind oder eben auch, ja, sich direkt zu einem konkreten Paper austauschen kann, was gut ist, was schlecht ist oder eben auch so wie hier, dass man nicht immer gleich ein Paper sammeln muss oder sondern auch nur einzelne Links. Um das mal vorzuführen, wie das funktioniert, ist es eigentlich relativ einfach. Das Einzige, was man braucht, ist entweder das Paper direkt oder eben den Link. Wenn man das Paper direkt hat, kann man es einfach per Drag and Drop hochladen. Das heißt, das dauert dann ein bisschen. Und im Endeffekt sieht man dann hier, dass gleich dieses Paper, was ich da eben hochgeladen habe, hinzugefügt wurde. Mit allen wichtigen Informationen, die es eben dazu gibt. Und wenn man dann eben direkt auf das Paper klickt, hat man halt erstmal die wichtigen Sachen wie den Inhalt. Zusätzlich kann man eben noch Referenzen hinzufügen und vor allen Dingen, was der große Vorteil ist, man hat gleich die passenden Literaturangaben da. Das heißt, je nachdem, was für ein Format man nimmt, wie zum Beispiel hier für Harvard, kann man direkt sich den passenden Text zum Zitieren daraus kopieren. Eine der Stärken und warum wir auch eben Mendeley zur Literatursammlung benutzen, ist, dass man das direkt mit Overleaf benutzen kann. Um nochmal kurz auf Overleaf einzugehen. Overleaf ist eben im Prinzip auch ein Online-Tool, wo man eben zusammen mit mehreren Leuten ja, Artikel verfassen und auch veröffentlichen kann. Und Overleaf ist eben genau dafür gedacht, eben wissenschaftliche Artikel oder andere Arbeiten zu verfassen. Das heißt, es gibt dann sogenannte Templates, wo man dann die gängigsten Formate eben für irgendwelche Journale, für ja, Formal Letters, sogar direkt für Bachelor- und Masterarbeiten benutzen kann. Und gerade bei wissenschaftlichen Artikeln ist es eben so, dass es tausende Formate gibt, aber schon Richtlinien, die man eben einhalten muss oder kann. Und da ist es halt eine große Hilfe, eben ein Tool zu benutzen, was das bereits unterstützt und wo man eben auch gut mit mehreren Leuten zusammenarbeiten kann. Um dann mal noch ein bisschen auf die Stärke einzugehen, warum wir es benutzen, ist, wenn man dann einmal, wie hier, dieses Paper angelegt hat in Mendeley, kann man auch direkt nach Overleaf gehen, zu seinem jeweiligen Artikel, den man dann schreibt. Und für Overleaf gibt es eben direkt ein Plugin, dass man die Bibliothek aus Mendeley importieren kann. Das heißt, wenn ich das einmal hochgeladen habe und verwalte, brauche ich nur noch hier auf Refresh klicken. Und im Endeffekt sollte hier irgendwo direkt das Paper, so Software Support, sollte hier direkt mit auftauchen. Das heißt, ich kann es direkt zitieren, ich kann es direkt benutzen. Und ich muss nicht mehr noch groß hin und her kopieren.
Das ist das, wie wir es benutzen und warum ich gerade für wissenschaftliche Artikel Mendeley sehr hilfreich finde.